Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute zusammen mit der Pia. Ich wollte sie jetzt mal aus den etwas warmen Klamotten rausbringen, weil es jetzt doch aktuell gerade warm ist. Genau, viel Spaß beim Video. Dann legen wir die Kleine mal hin. Und den Schulli darf sie erstmal abgeben. Ziehen wir sie mal aus, ne? Raus aus den dicken Sachen. Kann sie jetzt halt nicht ganz sehen. Das ist ein bisschen schade immer. Aber sie ist so groß, da kriege ich sie kaum drauf. Wir könnten das höchstens versuchen, wenn ich euch ein bisschen anders einstelle. Ne? Ich glaube, so könnte es besser sein. So, da sind die Füßchen. Wer liebt auch die Füßchen von ihr? Ich liebe die Füßchen. Die Füßchen sind so süß bei ihr. So, vor allem der große Zeh. Söckchen kriegt sie nicht an. Sie kriegt jetzt etwas Sommerliches an. Schwuppi. Mütze kommt auch runter. Kriegt man eine Sommermütze an. Die Sachen hier zeige ich euch aber gleich. Ich stelle euch jetzt nur noch mal etwas höher. Okay, ich glaube, jetzt ist es besser. Ich habe jetzt schon mal die Mütze ausgezogen. Weil da muss man einfach etwas vorsichtiger sein. Sehe ich hier meinen Pulli aus. Meinen selbst genähten Pulli. Ich habe immer Angst, dass ich den kaputt mache, aber eigentlich kann man den nicht kaputt machen. Der ist ja Stretch. Keine Ahnung, selbstgenähte Sachen, glaube ich, haben, glaube ich, noch einen etwas höheren Wert. Ne? Ich muss unbedingt ihr kurze Hosen nähen. Ich habe festgestellt, ich habe keine kurze Hose für Pia. Müsst ihr mal vorstellen, ich habe 100 T-Shirts und keine kurze Hose. Keine Ahnung wieso. Wir lassen jetzt auf den Body, lassen wir aber glaube an. Ist der nicht süß? Seht ihr das? Der hat hier eine Schlaufe in der gleichen Farbe wie die hier. Die Farbe finde ich cool. Süßes. Ein süßes Vögelchen. Aber sie zieht jetzt einen Pulli an. Mit einem Krägelchen. Der ist von, gute Frage, ich suche mal schnell das Etikett, TCM, das ist Chibo. Aber ich finde den einfach toll. Da steht nämlich drauf, Love the Flowers, diese Blumen und eben von oben schönen Kragen und hier, schaut, voll schön. Das darf sie jetzt anziehen. Und wir müssen hier unbedingt noch die Haare machen, weil die sind voll zottelig. Aber ja, jetzt ziehen wir erstmal noch die Sachen an. Lupp, da ist sie wieder aufgetaucht. Ah ja, jetzt fällt mir noch was ein. Ich wollte noch eine Ankündigung machen. Die hat jetzt aber nichts mit den Reborn-Babys zu tun. Aber ich wollte euch trotzdem informieren. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht schon jemand aufgefallen ist, dass ich in einigen Videos seit neuestem etwas so drei, wobei schon etwas länger. Ich weiß nicht, ob es jemand vermutet hat. Aber ich dachte, ich sag's jetzt einfach mal. Ja, ich werde dieses Jahr heiraten. Und das schon in einigen Wochen.
Genau. Beziehungsweise wir werden heiraten, ich und mein Verlobter. Genau, das wollte ich euch noch sagen. Jetzt ziehen wir ihr noch dieses Höschen hier an. Dann ist sie nicht ganz so nackedei. Aber da muss ich sie kurz hinlegen. Das geht nicht anders. Oh, mir fällt auf, der Body ist gar nicht zu. Gar nicht zu. Ich muss unbedingt eine Bodyverlängerung kaufen. Ich habe das jetzt versucht selber zu machen. Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich wusste es nicht. Dass es 100 verschiedene Größen für Druckknöpfe gibt. Naja, die Druckknöpfe, wo ich habe, die passen um ein paar Millimeter nicht auf die Druckknöpfe der Bodies. Jetzt kaufe ich einfach mal eine Bodyverlängerung für ein paar Euro. Und dann schauen wir mal. Und wisst ihr was? Dieses Höschen ist fast zu klein für meine DGP. Naja, egal. Wir lassen das jetzt an. Sonst hat sie keine Hose an. Die Maus. Das wollen wir auch nicht. Ja, ne? Wir müssen einfach eine kurze Hose nähen. So. Sieht ja nicht gut aus. Bisschen strubbelig. Jetzt holen wir noch die Bürste. Machen die Haare wieder schön. Genau. Dann habe ich jetzt mal wieder ihre Bürste gefunden. Wobei ich verwende die auch manchmal, ne? Jetzt vorsichtig. Schon durchkämmen. So. So, sieht sie nicht wieder frisch aus. Und jetzt bekommt sie eben noch, oh, auch von H&M, Größe 80. Ich wollte die Mütze anziehen. Ich finde die so toll. Kann man die zumachen, ne? Muss man aber nicht. Kann man auflassen. Sieht ja richtig toll sommerlich aus. Aber weil ich glaube, ich mag ihre Socken anziehen, ich weiß nicht. Schüchen werden jetzt voll schön, aber ich habe keine. Muss man auch mal schauen. Welche Sandelchen werden jetzt ganz putzig. So. Dann sind wir fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.